Hey, ich bin Christopher von iDoc und heute möchte ich euch eine Lötreparatur in diesem Video zeigen, die sich auf den bekanntesten Artikel aus unserem Blog bezieht, und zwar die Reparatur des Bluescreens am iPhone 5S. Dieser Fehler äußert sich wie folgt: Man versucht das Gerät zu starten und man sieht ziemlich lange das Apfel-Logo und irgendwann erscheint ein blauer oder roter Bildschirm und der Vorgang startet von neuem. Das Gerät hängt also in einer Endlosschleife fest und lässt sich daraus nicht mehr herausholen. Dieser Fehler tritt auf, wenn man bei der Reparatur, zum Beispiel vom Display, die Schrauben an den Displaykontakten vertauscht und damit in das Logic Board hineinbohrt und Leiterbahnen durchtrennt. In diesem ersten Teil zeige ich, wie die Reparatur beispielhaft an einer defekten Platine durchgeführt wird, und in einem zweiten Teil zeige ich anhand eines Kundengerätes die Reparatur, das heißt die Diagnose des Defektes, und die Reparatur, das heißt Brücken der Leiterbahnen. Ich habe jetzt hier zwei vorbereitete Boards. Auf dem einen zeige ich jetzt erst einmal, wie es aussehen sollte. Hier sieht man nämlich einen von diesen besagten Bolzen, in die die Schrauben hineingeschraubt werden. Was hier jetzt so messingfarben ist, das ist auch das Gewinde. Und man sieht, wenn man dort hindurch guckt, dass die Fläche dort genauso braun ist wie, oder braun-schwarz wie diese Oberfläche daneben. Das ist nämlich die Oberfläche der Platine. Wenn es also überall so schön braun aussieht, dann ist es in Ordnung. Man kann das natürlich aber auch nochmal sicherstellen, indem man sich jetzt seine Lötspitze nimmt und ein bisschen Lötzinn aufträgt, dann den ganzen Bolzen erwärmt und abnimmt. Und dann sieht man auch sehr schön, dass die Oberfläche hier in Ordnung ist. Und genau das Gleiche mache ich normalerweise auch bei den defekten Boards, aber vorher möchte ich noch einmal zeigen, wie es aussieht, wenn man den Bolzen runtergenommen hat und sich dann zu den Leiterbahnen mit einem Skalpell durchgekratzt hat. Wenn man sich dann mit dem Skalpell in die Schichten hineinkratzt, dann sieht man hier 6 Leiterbahnen. Und man sieht hier ganz leicht in der Mitte einen Abdruck von einem Kreis. Da hat mal jemand eine Schraube an die Stelle reingeschraubt, die zu lang ist, aber nicht ganz bis zum Ende, um die Leiterbahn durchzuschneiden. Aber man sieht doch, dass die Platine verformt wurde an der Stelle. Normalerweise verzinne ich die Leiterbahn sofort, nachdem ich sie freigelegt habe. Zum einen, damit halt die Oxidation nicht weiter angreifen kann, und zum anderen erhöht es den Kontrast von den Leiterbahnen zu der Platine. Das vereinfacht dann die folgende Arbeit mit den Drahtbrücken. Hier sind jetzt keine Drahtbrücken aufgesetzt, da das ja wie gesagt nur ein Beispiel ist. Ich simuliere jetzt mit dem Skalpell einmal einen Drahtbruch, indem ich hier einen kleinen Schnitt setze und ein bisschen was von der Leiterbahn wegnehme. So oder so ähnlich sieht dann eine beschädigte Leiterbahn aus, je nachdem wie weit die Schraube hineingeschraubt wurde. Manchmal ist die Beschädigung auch zu stark, da kann man dann auch keine Reparatur mehr durchführen. Bevor ich dann loslege, trage ich auf meine Lötstelle etwas von Flussmittelgel auf. Das Flussmittel vereinfacht das Löten, da es zum einen halt das Flussverhalten des Lötzinns begünstigt und zum anderen halt auch die Oxidation auf Oberflächen verhindert bzw. auch entfernt, wenn dort schon welche vorhanden ist. So wie hier in diesem Fall ist es also sehr hilfreich. Und zum Löten benutze ich eine sehr feine Spitze mit 0,1 mm Durchmesser an der vordersten Spitze. Und ich werde jetzt einfach erstmal nur die Leiterbahn etwas verzinnen. Dafür trage ich etwas Lötzinn auf meine Spitze auf und fahre mit der vorsichtig über die Leiterbahn. Dabei kann ich auch gern erstmal etwas zu viel Lötzinn benutzen. Das kann ich dann nämlich nachträglich einfach mit der gesäuberten Spitze wieder entfernen. Ganz wichtig dabei, nicht zu viel mit Kraft arbeiten, einfach nur vorsichtig die Spitze über die Leiterbahn führen. Ansonsten kann man diese sehr schnell von der Platine lösen und damit hat man dann nichts gewonnen. Als Drahtbrücke benutze ich ganz einfach einen einzelnen Draht von meiner Entlötlitze, den trenne ich mir raus und schneide mir dann entsprechend der Leiterbahn zu. Genauso kann man aber auch einen sehr feinen Kupferlackdraht nehmen. Ich habe hier einen mit einem Durchmesser von 0,05 mm. Der hat natürlich den Vorteil,
dass, wenn die Drähte sich berühren sollten, dort kein Kurzschluss entsteht, da er ja verlackt ist und nur an den Lötpunkten eine Verbindung zu anderen Drähten herstellen könnte. Ich habe die Platine jetzt eingespannt, damit sie bei der Reparatur ruhig liegt und das Bild auch angenehm für euch ist. Und habe auch schon einen Draht zugeschnitten. Da die Leiterbahn aber geknickt ist, muss ich meinen Draht auch etwas biegen. Das mache ich, indem ich einfach den Draht mit einer Pinzette festhalte und mit der anderen ungefähr den Winkel treffe, indem ich den Draht biege. So, der ein oder andere wird sich fragen, Mensch, warum ist denn der Draht so lang? Durch die Länge des Drahtes habe ich einfach mehr Auflagefläche des Drahtes auf den Leiterbahnen. Das heißt, ich habe einfach viel mehr Verbindungspunkte zwischen Draht und Leiterbahn. Den Draht nehme ich auf der einen Seite mit meiner Pinzette und auf der anderen Seite halte ich meinen Lötkolben dran. Ich bräuchte jetzt hier vielleicht noch etwas mehr Lötzinn an der Lötspitze. Deswegen verzinne ich die jetzt etwas. Die ist mir jetzt aber zu dreckig, also säubere ich die Spitze einmal. Und mit der gereinigten Lötspitze, die ich noch ein bisschen verzinne, sollte das Ganze dann etwas einfacher von der Hand gehen. Ich nehme jetzt den Draht hier nochmal an und löte diesen auf der rechten Seite an. Dann nehme ich mir hier die linke Hand und löte diesen auf die Leiterbahn auf. So, jetzt habe ich die Position des Drahtes nochmal etwas verbessert, da er mir auf der oberen Kante zu sehr zur nächsten Leiterbahn ragte. Das gefällt mir jetzt wesentlich besser. Nach der Reparatur reinige ich natürlich die Platine noch einmal. Dafür nehme ich mir einen Pinsel, Isopropanol, also Alkohol, noch ein fusselfreies Tuch. Trage erst so ein bisschen Alkohol auf. Dann lege ich das Tuch drüber und pinsle mit etwas Kraft über die Platine. Das Tuch nimmt dann jeglichen Dreck auf. Natürlich auch die Flüssigkeiten. So, sieht jetzt noch ein bisschen wild aus, aber sobald dann der restliche Alkohol verdunstet ist, sieht das richtig schön aus. Ich habe jetzt beispielhaft gezeigt, wie man den Fehler diagnostizieren und auch reparieren kann. In einem nächsten Video habe ich dann ein Kundengerät mit einem echten Fehler. Den muss ich selbst noch diagnostizieren, also wir werden uns das mal genauer angucken. Dann werden wir auch sehen, ob es überhaupt reparabel ist oder die Beschädigung zu stark ist. Wenn ihr das Video oder andere Videos nicht verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die natürlich über die Kommentarfunktion hier auf YouTube oder unter unserem Artikel.